In einem vorherigen Video hatten wir definiert, wann eine Folge konvergiert. Und wir hatten da auch gesehen, dass die Bestimmung von Grenzwerten und diese Beweise, dass die relativ aufwendig sind. Und deswegen betrachten wir in diesem Video einmal Regeln und Sätze, um einfacher mit Grenzwerten umgehen zu können und die einfacher bestimmen zu können. Beginnen wir dazu gleich einmal mit einer ganzen Reihe von Sätzen. Und das sind Sätze hier, bei denen es mehr oder weniger um algebraische Umformungen geht, sodass man damit dann hinterher Grenzwerte bestimmen kann. Wichtig ist, dass wir diese Sätze nur anwenden können, wenn wir konvergente Folgen haben, wenn wir also Ausdrücke haben, von denen wir schon wissen, dass die konvergieren. Also die Sätze sehen so aus, oder dieser Satz als Zusammenfassung sieht so aus, dass wir voraussetzen, konvergente Folgen an und bn. Die sollen jeweils die Grenzwerte a bzw. b haben. Also a läuft gegen a, also a läuft gegen a und b läuft gegen b. Und außerdem haben wir eine feste konstante Zahl c aus den reellen Zahlen. Eine Zahl klein p als natürliche Zahl, die nicht 0 ist. Und dann gilt, dass wenn wir zwei konvergente Folgen haben, dann ist auch die Summe dieser beiden Folgen, also elementweise addiert, ist dann ebenfalls konvergent und konvergiert als Grenzwert gegen die Summe der beiden Einzelgrenzwerte. Das ist eine sehr schöne Rechenregel. Zweite, wenn wir zwei konvergente Folgen haben, dann ist die Differenz, die elementweise Differenz dieser Folgen wiederum konvergent gegen einen Grenzwert. Und dieser Grenzwert ist genau die Differenz der beiden Grenzwerte. Das gleiche gilt auch für Produkte von Folgen. Auch die sind konvergent gegen das Produkt der Grenzwerte, beziehungsweise für Quotienten, sofern der Nenner nicht 0 wird. Das ist natürlich wichtig. Wenn wir eine konvergente Folge mit einer konstanten Zahl multiplizieren, ist die Folge immer noch konvergent und der Grenzwert ist dann an der Stelle das gleiche, das Produkt von dieser konstanten Zahl mit dem Grenzwert der Folge. Entsprechend ist Konvergenz auch verträglich mit Potenzen, auch da ist der Grenzwert entsprechend, mit Wurzeln und auch mit Beträgen. Und all diese Grenzwertsätze erlauben uns dann die praktische Berechnung von solchen Grenzwerten für gegebene Folgen. Diese Grenzwertsätze beweise ich nicht im Detail, ich beweise nur einen Teil davon, und zwar den ersten Teilsatz. Wir nehmen also zwei Folgen, an soll gegen a konvergieren und bn. B. Und wir betrachten jetzt die Summe und möchten etwas über die Summe aussagen. Und dazu setzen wir Epsilon größer 0, also sei Epsilon größer 0. Und wir möchten jetzt da zeigen, dass wir dann entsprechend Konvergenz der Folge an plus bn gegen a plus b haben. Und das Ganze visualisiere ich einmal. So, das braucht so ein bisschen mehr Platz. Also wir haben drei interessante Teile. Der erste Teil ist die Folge an, die gegen a läuft. Also das soll a sein. Und dann haben wir eine Folge, die gegen b läuft. Das soll das b sein. Und das Ganze können wir natürlich aufaddieren. Und das soll das a plus b sein. Das wird dann hier irgendwo liegen. A plus b. So, und die Folge. So, das Ganze geht natürlich hier irgendwie so weiter. So, und das Erste, was wir tun, ist, wir legen ein Epsilon um a plus b rum. Also das ist, sagen wir mal, das hier. Das ist Epsilon nach da und Epsilon nach da. Und wir wollen zeigen, dass ab irgendeinem Groß n alle Werte von an plus bn in so einer Umgebung um a plus b liegen. Gut, jetzt fangen wir erstmal an und wissen, dass an gegen a läuft und bn gegen b läuft. Und weil dem so ist, können wir für jedes Epsilon, was wir da reinstecken, irgendwann einen Wert finden, sodass die sehr nah an a und sehr nah an b liegen. Und dieses sehr nah, dazu nehmen wir ein neues Epsilon. Da wird auch gleich klar werden, warum wir das so wählen. Und das wählen wir als sei Epsilon Strich gleich.
unser Ausgangsepsilon durch 2. Und dann gilt wegen an gegen a gibt es ein Groß N1, sodass a n aus a minus epsilon Strich bis a plus epsilon Strich ist für alle klein n größer gleich groß n 1 und entsprechend wegen bn, weil bn gegen b läuft, gibt es ein n2, sodass bn n b minus epsilon Strich bis b plus epsilon Strich für alle n größer gleich n2 gilt. So, das visualisieren wir hier auch nochmal. Wir tragen diese Epsilon-Umgebung mal ein um die A's und die B's. Und die haben ein deutlich kleineres Epsilon, was nämlich nur halb so groß ist. Das ist Epsilon Strich. Epsilon Strich. Und das soll sein Epsilon durch 2. Und das ist eine deutlich kleinere Umgebung hier. Und das gleiche gibt es auch hier oben in grün für die Bs. Da gibt es auch so. Und hier auch. Also das hier, das ist Epsilon Strich, das kleinere. Und jetzt kommen die Ns. Ich habe gesagt, die A-Ns, die liegen alle drin ab irgendeinem N1. Das heißt, wir können annehmen, dass die irgendwann alle hier in dieser Umgebung liegen und das sei ab N1. Und bei den Bs, da soll es irgendwie ein N2 geben. Da ist relativ egal, ob das links oder rechts ist, aber nehmen wir an, das N1 ist links davon. Und also ab diesem N1 sollen alle Folgenwerte in der entsprechenden Epsilon-Umgebung um B liegen, der kleinen. So, das ist also unsere jetzige Situation. Das wissen wir schon mal einfach deshalb, weil wir wissen, dass AN gegen A läuft und BN gegen B läuft. So, dann wollen wir natürlich jetzt den Zeitpunkt haben, zu dem beide Folgen, also sowohl die A-Folge als auch die B-Folge, die wir hier sehen, also das ist ja die B-Folge, das ist die A-Folge, zu dem beide innerhalb ihrer entsprechenden Epsilon-Umgebung liegen und das ist ab N1, weil N1 an der Stelle größer ist als N2, deswegen nehmen wir den. Allgemein nehmen wir das Maximum der beiden und wissen dann, dass ab dem Maximum dieser beiden Groß-Ns, dass dann alle Folgenglieder jeweils in ihrer kleinen Epsilon-Umgebung liegen. Und das schreiben wir mal auf. Sei also Groß-N gleich dem Maximum von N1 und N2. Und jetzt wollen wir zeigen, dass ab dann auch bei unserer Summenfolge, das ist die, die hier oben liegt. Das ist der entsprechende Grenzwert, das ist die Epsilon-Umgebung. Und dass dann ab diesem, dem entsprechend größeren der beiden, dass dann auch alle Folgenglieder der Summe in der entsprechend etwas größeren Epsilon-Umgebung liegen. Und das wollen wir jetzt beweisen. Wir nehmen also irgendein klein n an, was jetzt größer ist als, das hier wird unser Groß N sein, weil es der größte der beiden ist. Und jetzt nehmen wir hier irgendwie einen, der größer gleich dem ist. Das soll so ein klein n werden. Das nehmen wir jetzt. So, dann machen wir weiter und sagen, sei klein n nun größer gleich Groß N, dem Maximum der beiden. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass entsprechend an in der Epsilon-Umgebung liegt. Das heißt, dann gilt, dass in dem Fall a minus Epsilon Strich kleiner gleich an ist.
Und das ist kleiner gleich a plus epsilon Strich. Und, weil es ja der größte Bein ist, gilt das für b auch. Das heißt, dass b minus epsilon Strich kleiner gleich bn kleiner gleich b plus epsilon Strich ist. Weil die beiden Folgen, jeweils die a- und die bn-Folge, die sind ja in ihrer jeweiligen epsilon-Umgebung jetzt drin. Und kommen da nicht wieder raus, wegen der Konvergenz. Das heißt, diese Bedingung hier muss gelten. Das ist einfach nur eine andere Schreibweise für diese Bedingung hier oben. Ne? Dass die alte drin liegen. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können die beiden addieren. Das sind ja Ungleichungen. Dann gilt auch, dass a minus epsilon Strich plus b minus epsilon Strich kleiner gleich an plus bn ist. Und das wiederum muss kleiner sein als a plus epsilon Strich plus b plus epsilon Strich. Jetzt gilt aber weiterhin, deswegen haben wir es genauso gewählt, dass epsilon Strich minus epsilon Strich ist minus 2 epsilon Strich. Und minus 2 epsilon Strich ist praktischerweise genau epsilon. Ich schreibe das nochmal schrittweise auf. Also auch a minus a plus b minus 2 epsilon Strich kleiner gleich a plus an plus bn kleiner gleich a plus b plus 2 epsilon Strich und 2 epsilon Strich ist genau epsilon. Und dann wird jetzt an der Stelle auch klar, warum wir hier oben unser epsilon Strich auf epsilon halbe gesetzt haben, damit wir halt diese beiden Abstände addieren können. Und das jetzt schön rauskommt. So, und damit gilt, weil wir das haben, damit gilt auch das, also das, und somit, dass an plus bn in dem Intervall von a plus b minus epsilon ist bis a plus b plus epsilon. Und das ist genau das, was wir zeigen müssen für die Konvergenz. Wir hatten das jetzt für ein beliebiges klein n größer gleich groß n gezeigt. Das heißt, an der Stelle gilt das jetzt für alle. Wir hatten ein beliebiges rausgenommen, darüber nichts vorausgesetzt, gezeigt, dass es dafür gilt. Es gilt also für alle klein n kleiner gleich groß n, dass die in diesem Intervall liegen. Und das ist genau das, was wir hier ausdrücken wollten. Alle Elemente dann ab hier, die liegen in der Epsilon-Umgebung um a plus b. Also konvergiert entsprechend an plus bn gegen a plus b. Also gilt, dass an plus bn erstens konvergiert und zweitens, dass es auch noch gegen den Grenzwert a plus b konvergiert. Und das ist genau das, was wir zeigen wollen. Die anderen Teile dieses Grenzwertsatzes, die würde man so ähnlich zeigen. Es ist teilweise deutlich aufwendiger, diese Beweise zu führen. Die Beweise finden Sie in der entsprechenden Fachliteratur durchgeführt. Betrachten wir stattdessen einfach mal ein paar Anwendungen dieser Regeln. Und die erste Anwendung ist ganz einfach. Wir wissen, also wir möchten betrachten, die Folge 1 minus 1 durch n. So, das erste, was relativ klar oder was direkt klar ist, ist, dass die Folge, die konstant 1 ist, dass die natürlich gegen 1 konvergiert. Also die hier, die läuft gegen 1. Die Folge hier, die läuft gegen 0. Das sind also zwei konvergente Folgen. Die Summe oder Differenz zwei konvergenter Folgen konvergiert ebenfalls und zwar gegen einen Grenzwert und in dem Falle gegen die Differenz. Das heißt, das läuft gegen 1 minus 0, was nichts anderes ist als 1. Und damit haben wir aufgrund der Grenzwertsätze gezeigt, dass die Folge 1 minus 1 durch n natürlich gegen 1 läuft. Das ist so eine direkte Anwendung. Zweite Anwendung. Gucken wir ein zweites Beispiel an. Was man häufiger betrachtet, sind solche Brüche. Also wir betrachten mal so eine Folge an gleich 2n² plus 10 geteilt durch 4n² plus 20n. Und
An der Stelle sehen wir können keine Grenzwertsätze direkt anwenden, weil die Grenzwertsätze können wir nur anwenden, wenn wir konvergente Folgen haben. Ansonsten dürfen wir die nicht anwenden. Also wir können nicht an der Stelle hier schon irgendwelche Konvergenzsätze ansetzen, weil so eine N-Quadratfolge, die ist nicht konvergent. Da können wir an der Stelle nichts tun. Aber es gibt einen gewissen Trick, den man machen kann. Und der Trick ist, das so aufzuschreiben, dass wir konvergente Folgen in unsere Ausdrücke reinbekommen. Und typischerweise klammert man dazu einfach die höchste vorkommende Potenz einmal aus. Und wenn wir das machen, steht da n Quadrat mal Klammer auf 2 plus 10 durch n Quadrat. Das machen wir im Zähler, das machen wir im Nenner genauso. N Quadrat mal 4 plus 20 durch n. Wenn Sie das jetzt wieder rein multiplizieren, kommen Sie genau darauf. Typischerweise ist diese Ansicht nicht schöner und eher schlechter zu handhaben. Aber was wir jetzt tun können, ist, wir können das natürlich jetzt dann einmal kürzen. Das heißt, das wird gegen das weggekürzt und der Rest bleibt übrig. Und bis jetzt hat sich nichts geändert, also der Wert dieses Ausdrucks hat sich nicht geändert. Aber wir haben jetzt an der Stelle plötzlich Folgen, von denen wir schon wissen, dass die konvergieren. Und die gucken wir mal nacheinander an. Also wir wissen, die 2 selber hier, das ist eine konvergente Folge und die läuft gegen 2. Das ist die konstante Folge. So. Jetzt bei dem zweiten Summanden hier im Zähler, da müssen wir so ein bisschen mehr argumentieren, warum das konvergent ist. Das kriegen wir aber auch schnell hin. Wir wissen an der Stelle, dass wir ja 1 durch n Quadrat hier, dass wir das schreiben können als 1 durch n mal 1 durch n. 1 durch n selber wissen wir schon, konvergiert gegen 0. Produkt zweier konvergenter Folgen konvergiert ebenfalls und zwar gegen das Produkt der Grenzwerte. Deswegen wissen wir, dass 1 durch n Quadrat ebenfalls gegen 0 konvergiert. Die 10 selber konvergiert gegen die 10. Das heißt, dieser gesamte Ausdruck konvergiert an der Stelle gegen 10 mal 1, 10 mal 0, also ebenfalls gegen 0. Das heißt, hier können wir auch hinschreiben, dass das gegen 0 konvergiert. So, im Zähler war es das. Jetzt gucken wir den entsprechenden Nenner an. Im Nenner haben wir die 4, die 4. Die konvergiert natürlich gegen die 4. Und 20 durch n konvergiert gegen 20 mal dem Grenzwert von 1 durch n. Und das ist 20 mal 0, also gegen 0. Also das hier, der Teil hier, der konvergiert ebenfalls gegen 0. So, jetzt haben wir ganz viele Ausdrücke, von denen wir schon wissen, wogegen sie konvergieren, können das zusammenfassen, wissen, der Zähler konvergiert also gegen, der erste Summand gegen 2, Summe aus 2 und 0, also gegen 2. Der Zähler konvergiert gegen 4 plus 0, also gegen 4. Das heißt, das Gesamte konvergiert an der Stelle gegen. So, das läuft also für n gegen unendlich gegen 2 durch 4, was nichts anderes ist als 1/2. Also dieser etwas kompliziertere Ausdruck läuft gegen 1/2. Und das ist so ein typisches Vorgehen, was man machen würde. Man stellt jeweils das so um, dass man konvergente Teile enthält, bei denen man die Konvergenz schon weiß oder direkt sehen kann und wendet dann die entsprechenden Sätze an. Wichtig ist hier an der Stelle nochmal der Hinweis, dass man diese Sätze wirklich nur anwenden darf, wenn man schon weiß, dass die entsprechenden Teile konvergieren. Nach der Konvergenz gucken wir noch einmal jetzt die Divergenz ein bisschen genauer an. Und wir vergleichen einfach mal zwei Arten von divergenten Folgen. Die erste Folge ist diese hier, das ist minus 1 hoch n. Das ist eine Folge, die wechselt immer zwischen plus 1 und minus 1, je nachdem, ob n gerade oder ungerade ist. Für n gleich 0 ist der Wert 1, dann ist er minus 1, für n gleich 2 ist er wieder 1, für n gleich 3 ist er wieder minus 1 und so weiter. Also diese
Diese Folge wechselt immer genau zwischen diesen beiden Werten hin und her, ist deswegen nicht konvergent, weil weder um die 1 herum liegen irgendwann alle Folgenglieder, noch um die minus 1. Das heißt, die konvergiert nicht. Ebenfalls nicht konvergieren tut die Folge bn gleich 2 hoch n. Und da sehen Sie, dass die immer viel stärker steigt. Und wenn man schon scharf hinguckt, verhalten sich diese beiden Folgen, obwohl beide divergent sind, doch deutlich unterschiedlich. Also wenn Sie sich vorstellen, was hätten Sie lieber, wie Ihr Konto sich verhält, dann möchten Sie vielleicht nicht, dass es immer zwischen plus 1 und minus 1 hin und her wechselt, sondern vielleicht möchten Sie, dass Ihr Konto sich so verhält und immer größer wird. Das ist ein deutlicher Unterschied. Umgekehrt, falls es um Laufzeit geht, hätten Sie vielleicht lieber sowas statt sowas. Hängt immer davon ab. Aber auf jeden Fall sind diese Arten der Divergenz irgendwie unterschiedlich. Und das möchten wir einmal so ein bisschen genauer fassen. Insbesondere diese Eigenschaft, dass diese Folge hier so beliebig über alle möglichen Grenzen wächst im Laufe der Zeit. Und damit kommen wir zur Definition sogenannter bestimmt divergenter Folgen bzw. dem Grenzwert plus minus unendlich, den Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Und das definieren wir einmal formal wie folgt. Wir sagen, naja, eine Folge an divergiert gegen plus minus unendlich. Teilweise sagt man auch, hat den Grenzwert plus minus unendlich. Hängt immer vom Autor ab. Und schreibt das dann entsprechend so: mit a läuft gegen oder hier mit dem Index für n gegen unendlich noch dazu. Oder man schreibt, Limes von an für n gegen unendlich ist gleich plus minus unendlich. Und jetzt kommt die Definition, die ist vielleicht anders. Falls es für alle positiven Zahlen a aus R mit a echt größer 0 einen Index groß n gibt, das ist so ähnlich wie das, was wir vorher schon gesehen hatten bei der Konvergenz, sodass für alle klein n größer gleich groß n gilt, dass an größer als a ist, beziehungsweise an kleiner als minus a ist. Also je nachdem, ob wir halt Divergenz gegen plus unendlich haben oder Divergenz gegen minus unendlich haben. Bei Divergenz gegen plus unendlich ist es der Teil, der zählt. Bei Divergenz gegen minus unendlich ist es der Teil. Dann müssen die entsprechend immer kleiner werden. Und eine Folge, die gegen unendlich oder minus unendlich divergiert, heißt dann bestimmt divergent. Und so ein typisches Beispiel, was diese Eigenschaft erfüllt, ist zum Beispiel diese Folge bn gleich 2 hoch n, wie Sie hier sehen. Völlig egal, welchen Wert wir für a wählen würden. Wir finden immer einen Index, ab dem die darauf folgenden Folgenglieder echt größer sind als den Wert, den wir gewählt haben. Wenn wir 500 zum Beispiel wählen als a, dann ist spätestens ab dem Folgenglied 9. 2 hoch 9 ist 512. Ab dann liegen alle weiteren Folgenglieder auf jeden Fall echt über der 500. Und das gilt, egal welchen Wert wir da als a wählen. Und deswegen ist es so ein typisches Beispiel für eine bestimmt divergente Folge. Es gibt auch einen direkt einsehbaren Zusammenhang zwischen bestimmt divergenten Folgen und Beschränktheit. Und offensichtlich ist es so, dass alle bestimmt divergenten Folgen, dass die, also alle bestimmt divergenten Folgen gegen plus unendlich, dass die nach oben unbeschränkt sein müssen. Die Umkehrung selber gilt aber nicht. Es gibt nach oben unbeschränkte Funktionen, die trotzdem nicht bestimmt divergent sind. Zum Beispiel diese Folge hier, die man da angucken kann, das ist die Folge minus 1 in Klammern hoch n mal n. Und die ist hier aufgemalt. Wie Sie sehen, ist die unbeschränkt, die kann immer wieder größer werden, sowohl in den positiven als auch in den negativen Bereich. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass es für alle Werte, die wir uns ausgucken können, also für alle a's, einen Wert gibt, sodass alle folgenden Folgenglieder echt drüber liegen. Gucken wir zum Beispiel mal den Wert a gleich 5 an. Dann ist es zwar so, dass das Folgenglied an Position 6 über der 5 liegt. Das ist schon mal gut. Leider liegt aber das siebte Folgenglied drunter, unter der 5. Und das achte liegt wieder drüber. Das heißt, an der Stelle ist es eben nicht so, dass wir wirklich einen Index groß n haben, sodass alle folgenden Glieder über unserer Zahl liegen, sondern immer mal wieder springt die Folge in den negativen Bereich und eben unter unser kleinen a, was wir wählen. Deswegen ist diese Folge hier, die wir hier sehen, die ist nicht bestimmt divergent. Und auch für die bestimmt divergenten Folgen, auch dafür gibt es Regeln. Und diese Regeln habe ich hier mal zusammengefasst, ein paar davon.
Und das sind zum Beispiel hier die Regeln. Wir gehen wieder davon aus, dass wir eine Folge haben, an, die gegen plus unendlich divergiert, und bn, die ebenfalls gegen plus unendlich divergiert, und eine Folge cn, die jetzt konvergiert. Und außerdem ein festes d aus r. So, was soll dann gelten? Na ja, dann soll die Summe zweier bestimmt divergenter Folgen gegen plus unendlich soll ebenfalls gegen plus unendlich divergieren. Entsprechend, wenn ich eine konvergente Folge habe und eine divergente Folge habe, dann soll die Summe der beiden ebenfalls divergieren gegen plus unendlich, also wenn an gegen plus unendlich divergiert. Entsprechend beim Produkt auch. Produkt zweier bestimmt divergenter Folgen gegen plus unendlich soll ebenfalls gegen plus unendlich divergieren. Wenn ich eine Folge habe an, die gegen plus unendlich divergiert, und ich multipliziere die mit einem konstanten Faktor, dann ist es so, dass wenn der konstante Faktor echt größer 0 ist, dann läuft die entsprechend gegen plus unendlich. Ansonsten läuft sie gegen minus unendlich, wenn es negativ ist, und gegen 0, falls der Faktor entsprechend 0 ist. Logischerweise, wenn ich irgendetwas mit 0 multipliziere, ist jeder Wert immer 0, und dann ist natürlich die Folge, die konstant 0 ist. Und entsprechendes haben wir hier auch für einen Quotienten. Wenn ich eine konstante Zahl d durch eine divergente Folge an teile, dann läuft das gegen 0. Das ist so ein bisschen die Verallgemeinung von dem, was wir schon gesehen haben für 1 durch n. Wenn ich die Folge n, die divergiert ja gegen plus unendlich. Wenn ich aber 1 durch n habe, dann läuft es gegen 0. Und das ist hier genauso. Wichtig an der Stelle ist, dass der Zähler konstant sein muss. Es muss wirklich eine konstante Zahl sein. Das darf nicht irgendwie eine andere Folge sein, die eben nicht konstant ist. Dann wird das nicht gelten. Und die gleichen Regeln gelten auch ganz analog für Divergenz gegen minus unendlich. Um wieder so ein bisschen warm zu werden mit der Definition, beweisen wir wieder einen dieser Grenzwertregeln für die divergenten Folgen, für die bestimmt divergenten Folgen. Also wir nehmen an als bestimmt divergent gegen plus unendlich, bn, sagen wir, ebenfalls gegen plus unendlich, und wir betrachten die Summe, an plus bn, und wollen zeigen, dass die ebenfalls bestimmt divergent ist. Und also zu zeigen wäre, dass an plus bn ebenfalls gegen plus unendlich divergiert. Gut, das machen wir wieder nach Definition. Wir sagen, na, sei a echt größer 0 eine reelle Zahl. Damit fing ja die Definition an für die bestimmte Divergenz. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir für dieses a, dass wir da ein Groß N0 finden können, so dass alle Folgenglieder, die danach kommen in an plus bn, dass die echt größer sind als a. Gut, gucken wir das einmal an. Auch das visualisiere ich wieder ein bisschen. So, wir haben ein a. Irgendwo hier, sagen wir mal. So, das soll unser a sein. Und wir haben wieder eine Folge an und eine Folge bn. Und diese Folge an, gut, die fängt vielleicht hier irgendwie an. So, und dann sagen wir ab hier. So, ich ziehe noch ein paar Linien da durch. So, ab irgendeinem Wert, weil an bestimmt divergent ist gegen plus unendlich, deswegen muss es hier ein n1 geben, sodass alle nachfolgenden Folgenwerte echt größer als a sind. Und das gleiche muss natürlich für b gelten. Also auch b ist irgendwie eine Folge, die zwei liegen noch drunter, und dann liegen die vielleicht, alle anderen liegen dann plötzlich drüber. Das heißt, spätestens ab hier, ab diesem n2, sind alle Folgenglieder von bn echt größer als a. Das muss so sein, weil nach Voraussetzung an und bn ja beide gegen plus unendlich laufen. Gut, das schreibe ich noch einmal auf, sei also a größer 0. Dann gibt es ein n1, sodass für alle klein n größer gleich n1
gilt, dass an größer a ist und ein n2, sodass für alle n größer gleich n2 auch gilt, dass bn größer als a ist. Also in dem Fall ist ja das gleiche a. Das ist ja irgendein beliebiger Wert. Wir wollen zeigen, die Folge wird irgendwann größer als der beliebige Wert. Gut, ich zeichne das hier auf der rechten Seite auch nochmal ein, wo wir da sind. Hier haben wir die a1 und die bn's. Und jetzt gibt es die n1 und n2. Und jetzt gibt es natürlich einen Punkt, ab dem beide Folgen drüber sind. Und das ist das Maximum von n1 und n2. Und das wollen wir wieder n nennen, wie in dem vorherigen Beweis. Weil ab diesem Groß n, Maximum der beiden, da sind ja jetzt beide Folgen echt größer als a. Setze n gleich dem Maximum von n1 und n2. Dann wissen wir, sind beide drüber. Gut, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist mit an plus bn? Also diese an plus bn, die müssen ja jetzt irgendwo hier liegen. Die sollen jetzt auch drüber liegen. Die sollen irgendwie die Summe der beiden sein. Das heißt, naja, die liegen irgendwie hier. So, und meine Behauptung ist, spätestens ab n, hier, das ist also n1, ist dem größeren der beiden, ab dato liegen liegt sicherlich an plus bn auf jeden Fall über a. Also das ist an plus bn. Das hier, das Grüne, war entsprechend an. Und das hier, das Gelbe, ist bn. Gut, so das nur zur Veranschaulichung, wie die Idee ist. Wir setzen also Groß N als Maximum von n1 und n2. Und wir wollen jetzt zeigen, dass alle Folgen, die davon an plus bn ab diesem n über a liegen. Das heißt, wir wählen jetzt ein beliebiges klein n größer groß n. Sei nun klein n größer gleich groß n. Dann gilt, dass an größer als a ist. Weil, wenn also wir wissen ja, dass es für das sowieso für alle, also diese Eigenschaft hier, die gilt ja sowieso für alle klein n größer gleich n1. Da n aber größer gleich n1 ist, gilt das hier entsprechend auch. Und ganz analog gilt es natürlich auch für die b's. Das heißt, wir wissen, an ist größer a und bn ist ebenfalls größer a. Na, wenn die beide größer a sind, dann gilt natürlich auch, damit und damit auch, dass an plus bn echt größer ist als a plus b, a plus a. Und a plus a, weil a ja offensichtlich größer 0 ist, ist das natürlich echt größer als a. Wir hatten, also a sind ja immer positive Zahlen, das heißt a plus a ist 2a und 2a ist größer als a. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten, dass nämlich an plus bn für alle n, klein n, größer gleich groß n, dass die immer für alle, diese, also ab dort, da alle echt größer als a sind. Und das beweist die Aussage. Also folgt das an plus bn gegen plus unendlich divergieren. Auch die können wir direkt anwenden, diese Regeln. Also wenn wir wissen, sicherlich gilt, dass n gegen unendlich läuft, für n gegen unendlich, also divergiert. Naja, wenn dem so ist, dann ist natürlich auch n Quadrat gleich n mal n. Das läuft dann natürlich für n gegen unendlich ebenfalls gegen unendlich. Ist also ebenfalls divergent gegen unendlich nach den Grenzwertsätzen. Wenn ich 2 habe, dann ist es natürlich auch für n plus n Quadrat. Das läuft natürlich auch für n gegen unendlich, ebenfalls gegen unendlich.
Und auf diese Weise kann man dann entsprechend immer weiter bestimmt divergente Folgen finden und beweisen. Wenn wir zum Abschluss nochmal den dritten anwenden, dann gilt natürlich auch das minus 3n, dass das gegen für n gegen unendlich, dass das gegen minus unendlich divergiert, weil nach den Grenzwertsätzen wissen wir, n läuft gegen plus unendlich. Dieses minus 3 ist das konstante d aus unseren Grenzwertsätzen und deswegen sagen uns die Grenzwertsätze, dass das gegen minus unendlich läuft. Was auch genau das ist, was man intuitiv erwarten würde. Nur jetzt eben hier auch formal bewiesen. Worauf Sie noch achten müssen, ist, dass es für bestimmte Fälle keine Regeln gab. Also beachten Sie, es gibt keine Regeln für solche Fälle wie 0 mal unendlich oder unendlich durch unendlich oder unendlich minus unendlich. Dafür gab es keine Regeln, weil da kann tatsächlich alles passieren. Da kann man keine allgemeinen Regeln angeben für diese Fälle. Gucken wir dazu auch ein Beispiel an. Und zwar betrachten wir mal die Folge an gleich Wurzel aus 9n² plus 2n plus 1 minus 3n. So, jetzt hilft uns keiner unserer Grenzwertsätze, die wir so kennen, wirklich weiter, weil dieser Teil hier, also 3n läuft gegen unendlich, dieser Teil hier, naja, das ist Wurzel aus irgendwas, was gegen unendlich läuft, läuft ebenfalls gegen unendlich. Das heißt, hier haben wir wirklich so einen Fall unendlich minus unendlich. Und da haben wir einfach keine Regeln für. Was man deswegen macht, ist, wir schreiben das ähnlich wie bei den Brüchen geschickt anders auf. Und wir machen nämlich daraus einen Bruch und erweitern das Ganze so, dass wir eine dritte binomische Formel sehen. Und das mache ich einmal vor. Das heißt, wir schreiben das jetzt einfach anders auf und sagen, na okay, wir machen daraus einfach mal einen Bruch. Kann man ja machen. Wir sagen, na, das. Wir nehmen Wurzel aus 9n² plus 2n plus 1 minus 3n mal Wurzel aus 9n² plus 2n plus 1 plus 3n geteilt durch. Wir wollen ja den Wert nicht verändern. Das heißt, wir müssen jetzt durch das teilen, mit dem wir eben multipliziert haben. Und das ist Wurzel aus 9n² plus 2n plus 1 plus 3n. Weil das ist genau entsprechend hier den Faktor, den wir im Nenner dazugefügt haben. Gut, wir haben also jetzt bis jetzt den Ausdruck nur umgeformt, sodass ein Bruch entsteht. Wird es aber immer noch gleich. Im nächsten Schritt wenden wir jetzt im Zähler die dritte binomische Formel an. Und die dritte binomische Formel sagt uns, naja, das ist also 9n², die Wurzel fällt weg, plus 2n plus 1 minus jetzt 3n zum Quadrat, also 9n². Und im Nenner ändert sich nichts. Das ist Wurzel aus 9n² plus 2n plus 1 plus 3n. So, im nächsten Schritt sehen wir, dass im Zähler etwas wegfällt. Wir haben 9n² minus 9n². Das fällt also weg. Und da steht nur noch 2n plus 1. Geteilt durch und jetzt das, was hier halt im Nenner steht. Und im Nenner machen wir auch schon mal die erste Umformung. Und die Idee war ja, dass wir die höchste vorkommende Potenz von n, dass wir die irgendwie ausklammern wollen. Das machen wir erstmal unter der Wurzel. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Deswegen machen wir das mal schrittweise. Das ist also Wurzel aus. Das höchste, was vorkommt, ist n². Das ist also Wurzel aus n² mal 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat. In Klammern. Daraus die Wurzel. Das ist ein Teil. So. Und das plus 3n. So, die Wurzel dieser zwei Ausdrücke kann man als zwei Wurzeln aufschreiben. Das ist also 2n plus 1 geteilt durch.
So, das ist Wurzel aus n Quadrat. Das ist ja alles größer als 0. Das ist also völlig problemlos. Mal Wurzel aus 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat plus 3n also. So, die Wurzel aus n Quadrat ist aber n. Das heißt, wir haben 2n plus 1 geteilt durch n mal. Und jetzt können wir auch gleich ein bisschen klammern. Wurzel aus 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat. Das n klammere ich dann gleich aus. Plus 3, weil hinten steht es ja nochmal. Und dann mache ich das auch gleich nochmal im Zähler. Das ist also n mal, Klammer auf, 2 plus 1 durch n geteilt durch n mal, Klammer auf, Wurzel aus 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat plus 3, Klammer zu. So, und was man jetzt tun kann, ist, man kann schon mal das n einmal kürzen. Und jetzt hat man es so weit geschafft, dass man die Grenzwertsätze anwenden kann. Das machen wir mal so schrittweise. So, wir fangen an mit dem ersten. Die 2 läuft natürlich gegen die 2. Das nächste ist das 1 durch n. Das 1 durch n läuft gegen 0. So. Die 9 läuft gegen die 9. Die 2 durch n läuft gegen die 0. Die 1 durch n Quadrat läuft ebenfalls gegen die 0. Und die 3 läuft gegen die 3. So, das fassen wir jetzt einmal alles zusammen. Also, wir wissen, 2 läuft gegen 2, 1 durch n läuft gegen 0, das heißt, der Zähler läuft gegen 2. Der Ausdruck unter der Wurzel, der läuft, das läuft gegen 9, 2 durch n läuft gegen 0, das läuft auch gegen 0, das heißt, die Summe hier, Grenzwertsätze, jetzt haben wir, die dürfen wir anwenden, weil das ja alles konvergente Folgen sind. Das heißt, diese Folge 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat läuft gegen 9 plus 0 plus 0, also gegen 9. Die Wurzel aus dem ganzen Ausdruck läuft also gegen 3, weil Wurzel aus 9 ist 3. Das heißt, der erste Teil des Nenners läuft gegen 3, der zweite Summand im Nenner läuft ebenfalls gegen 3. Also haben wir 3 plus 3, 3 plus 3 ist aber 6. Das heißt, das Ganze läuft gegen 2 durch 6. Und das können wir natürlich kürzen zu 1 durch 3. Und das ist der entsprechende Grenzwert für n gegen unendlich. Und hier sehen Sie auch schon, dass das in so einem Fall, der so nach dem Motto minus, also unendlich minus unendlich, dass da wirklich ein Grenzwert rauskommen kann. Also diese Folge ist hier ein Beispiel für eine konvergente Folge, die wirklich gegen einen Grenzwert wie ein Drittel hier konvergiert. Zum Abschluss betrachten wir noch ein paar wichtige Grenzwerte, wichtige Folgengrenzwerte für verschiedene Folgen. Die könnte man auch alle im Detail beweisen. Für die Beweise verweise ich jetzt hier einmal auf die Literatur, wenn Sie das interessiert, wie es bewiesen wird. Ich fasse es hier einfach nur mal zusammen, weil diese Folgen in der Praxis häufig auftreten. Also, fangen wir an. Erst mit der Regel. Erstens. Für alle klein r aus groß R mit r echt größer 0 gilt 1 durch n hoch r läuft immer gegen 0. Das ist die Verallgemeinerung unseres 1 durch n Beispiels. Völlig egal, was der Exponent jetzt für dieses n sein sollte, es läuft immer gegen 0. Zweite Regel. Wenn ich ein q habe, eine reelle Zahl q, sodass der Betrag von q echt kleiner 1 ist, dann läuft q hoch n für n gegen unendlich immer gegen 0. Und das tut es sogar, wenn ich
q hoch n noch mit einem Polynom beliebigen Grades multipliziere. Völlig egal, wie groß der Grad ist. Der exponentielle Teil, bei dem das n im Exponenten steht, ist immer stärker und wird immer den Gesamtausdruck dominieren. Irgendwann, also für wirklich große n, wird er den immer dominieren und die Gesamtfolge auf 0 runterziehen und gegen 0 konvergieren lassen. Also, Idee ist, der exponentielle Teil ist immer stärker als der polynomiale Teil. Völlig egal, wie hoch der Exponent im polynomialen Teil ist, weil der Exponent eben nur konstant ist. Ganz analog gilt das Umgekehrte. Wenn ich ein q habe, was echt größer als 1 ist, dann läuft q hoch n, für n gegen unendlich. Also es divergiert gegen unendlich. Und das tut es sogar dann, wenn ich den Ausdruck nochmal durch ein beliebiges Polynom teilen würde. Also sogar einen Ausdruck q hoch n durch n hoch r. Wichtig, hier ist das n hoch r, das heißt, der Exponent ist hier im Nenner konstant. Aber dann dominiert hier ebenfalls natürlich der exponentielle Teil und zieht die Gesamtfolge auf Divergenz gegen plus unendlich. Und der vierte Teil, der steht auf der nächsten Folie. Und der ist nämlich der Fall für q aus r. Und da sieht es jetzt anders aus. Wir haben jetzt so ein q hoch n, ist wieder der exponentielle Teil, aber wir teilen den jetzt durch n-Fakultät. Und immer wenn wir sowas durch n-Fakultät teilen, ist das n-Fakultät stärker. Also der Nenner n-Fakultät wächst stärker als der Zähler. Der Gesamtausdruck läuft gegen 0, also Konvergenz gegen 0. Hier ist tatsächlich die Fakultät das Dominierende im Vergleich zum zum Exponentialausdruck. Und wir hatten bei den Grenzwertsätzen häufiger auch schon mal, oder in einem Beispiel hier, Brüche betrachtet. Das macht man recht häufig. Und deswegen habe ich dazu auch nochmal so eine Regel zusammengestellt. Also, falls eine Folge ein Bruch mit Zählerpolynom a i n hoch i ist und entsprechend Nennerpolynom b i n hoch i, dann entscheiden nur die höchsten vorkommenden Potenzen über den Grenzwert. Wenn Sie sich das Beispiel nochmal angucken, Beweis läuft einfach so, wir klammern immer die höchste vorkommende Potenz aus, teilen dann dadurch und dann sind nur die Koeffizienten jeweils entscheidend dafür, was passiert. Und da gibt es eben verschiedene Fälle. Wenn der Grad des Zählerpolynoms kleiner ist als der Grad des Nennerpolynoms, also wenn der Zähler zum Beispiel dritten Grad hat und der Nenner vierten Grad, dann läuft der Bruch gegen 0. Wenn beide Polynome den gleichen Grad haben, also P1 gleich P2, P1 der Grad des Zählerpolynoms, P2 ist der Grad des Nennerpolynoms, falls beide den gleichen Grad haben, dann ist der Grenzwert eine Zahl, und zwar genau der Koeffizient, der Quotient der beiden höchsten Koeffizienten. Der höchste Koeffizient ist ja entsprechend im Zähler AP1 bzw. BP1 im Nenner. Nächster Fall, falls der Grad des Zählerpolynoms größer ist als der Grad des Nennerpolynoms, also zum Beispiel der Zähler hat Grad 4 und der Nenner nur Grad 3, dann kann das entweder gegen plus unendlich oder gegen minus unendlich divergieren und das hängt genau eben vom Quotienten wieder der beiden höchsten Koeffizienten ab. Wenn der Quotient größer 0 ist, dann läuft es gegen plus unendlich, wenn er kleiner 0 ist, dann läuft es gegen minus unendlich. Und mit diesen Regeln, die wir am Anfang gesehen haben, und diesen Grenzwerten, die wir hier haben, da können wir in der Praxis schon wirklich viele Folgen und viele Grenzwerte von Folgen erschlagen.